Hallo. Hallo und herzlich willkommen bei Fragrance Couple. Ich bin John. Ich bin Steffi. Hi. Und heute haben wir ein neues Parfüm für euch. Welches denn? Und zwar das Jean Paul Gaultier Skandal Paris. Yes. Ja, in Paris befinden wir uns heute, laut Parfüm. Erschienen aus dem Jahr 2019. Also recht jung. Ja, relativ, ne? Ja. Und wir haben hier eine 80 Milliliter Flasche. Okay. Und es ist ein Eau de Toilette. Video, wir verlinken euch das Ganze nochmal in der Videobeschreibung unten. Ja, genau. So, dann möchtest du ihn mal schnuppern. Warte, ich. Okay, ach du. So, bist du bereit? Nicht in die Augen. So machst du das immer mit mir. Ja, er ist sehr, sehr fruchtig süß, ne? Ja, mega. Ja. Oh ja. Ja, ist gut. Das ist auch der erste Duft, den ich dir geschenkt habe. Den du mir geschenkt hast, ja. Ja. War das zu Weihnachten letztes Jahr? Ja, ich glaube schon. Gut. Hast du die Noten die im Kopf? Kopfnoten sind Honig, die Herznote ist Birne und die Basisnote ist Jasmin. Wofür brauchen wir eigentlich diese Papiere? Wir haben doch Arm. Okay. Genau. Ja. Der Flakon, der wird noch mit so einer Kappe hier geliefert, mit solchen Beinchen. Ja. Ist sehr weiblich, wie ja auch viele von den Jean-Paul Gaultier Flaschen sind. Das ist genau. Immer direkt auffallen, okay, das ist jetzt für Frauen das Parfüm. Genau, und der kommt in diese tolle Verpackung. Na, ist auch wieder Dosen. Sehr samtig, weich. Und es ist auch so dieses Typische, ne? Ich glaube, alle Parfüms kommen doch in diesen Dosen von Jean-Paul Gaultier. Kann sein. Was ist da noch drin? Was ist hier noch drin? Okay. Das ist egal. Aber der kommt in diese Verpackung. Nun, hier wird alles verwendet. Zur Haltbarkeit, kannst du uns da sagen, wie lange der ungefähr hält? Ja, also der ist total überdurchschnittlich, sehr präsent. Okay. Eigentlich ziemlich den ganzen Tag über. Klingt gut. Also sehr, sehr lange vorhanden. Und ich habe auch Komplimente bekommen. Von wem? Soll ich es dir sagen? Von dir. Ah, okay. Okay. Ja, dann. Du fandst den nämlich richtig toll. Und Dir hat er auch direkt gefallen, als ich den aufgelegt habe. Ja, ja. Gefällt mir. Und von daher, genau. Ja, zu welchem Anlass würde ich das Ganze dann nehmen? Also auf jeden Fall, den kann man eigentlich gut für draußen auch benutzen. Irgendwie schick essen gehen. Ja. Irgendwelche coolen Aktivitäten. Also den kann man eigentlich auch so ein Allrounder, würde ich sagen. Echt? Auch für die Arbeit jetzt? Kommt wieder auf die Arbeit drauf an, ne? Kommt auf die Arbeit an. Nee, gut, für die Arbeit, nee, würde ich jetzt nicht so sagen. Also würde ich schon eher im privaten Bereich so treffen. Ja. Ja, klingt doch gut. Und jahreszeitenmäßig würde ich den, also ich persönlich hätte den jetzt mehr tatsächlich im Winter erstmal eingeordnet. Ja, also für mich wäre das Frühling. Weil der halt stark nach Honig riecht, finde ich jetzt. Das ist deswegen ja so dieses. Assoziiere ich das eher mit Frühling, weißt du? Blüten, halt, Blumen, Bienen, Honig. Ja, und das ist nämlich das Nächste, dadurch, dass er halt so auch ein bisschen blumig riecht mit diesem Holz, würde ich gerade sagen, mit dieser Birne und Jasmin, das Fruchtige, kann man den auch, glaube ich, im Frühling gut anziehen. Ja. Gut. Fragen. Dann kommen wir mal zur Bewertung. Jawohl. Möchtest du starten? Ich kann gerne starten. Ja. Lass mich nochmal riechen. Ja. Gut. Bist du soweit? Ich bin bereit. Oh, jetzt bin ich gespannt. Ich würde dem Duft eine 10 geben. Oh, krass. Ja. Wow. Eine 10. Warum eine 10? Weil für mich der Duft irgendwie alles gerade hat, was ich so mag. Er ist süß, er ist kräftig, er ist präsent. Ja, also für mich eine klare 10. Auf ja, jeden Hammer. Fall. Nicht schlecht. Okay. Lass dich davon nicht beeinflussen. Überhaupt nicht. ich gebe dem Duft eine
eine 9. Da bin ich heute zu Hause. Warum? Ich finde den auch wahnsinnig toll. Sehr süß. Teilweise vielleicht ein bisschen zu süß. Hm. Wenn ich da... Also ich glaube, so ein bisschen sparsamer aufsprühen wäre da von Vorteil. Okay. Je nachdem. Also findest du ihn jetzt zum Beispiel süßer wie die Sugar, wie Pink Sugar? Nee, das nicht. Aber es ist halt diese Honigsüße, nicht diese Zuckerrottensüße. Mhm. Ne? Das ist ein Unterschied. Und ja, ich finde den aber generell sehr toll und sehr präsent und langanhaltend. Und von daher, ja. Ich meine, ich war ja hin und weg von dem, von daher habe ich mir ja auch gewünscht. Gut, also 10 von 10 von mir, 9 von 10 von dir. So sieht's perfekte aus. Bewertung für den Duft Jean Paul Gaultier Scandale à Paris. Jawohl. Habt ihr diesen Duft? Wollt ihr diesen Duft? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Habt ihr ihn? Wollt ihr ihn? Kauft ihn euch. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi. Ciao.